Seid gegrüßt und willkommen zu meinem zweiten Video heute schon. Und zwar Black Panther von Jalil. Von Maskulin, also Flair und dieser gute Mann haben mir hier sich wieder rangesetzt und was sehr Feines geschaffen. Ich freue mich auf das Jersey drin. Ich habe immer noch das JPG-Tanktop an. Das werde ich dann direkt wechseln mal hier. Und ja, bin gespannt, was drin ist. Ich habe jetzt 37,71 € bezahlt. Was auch immer das jetzt bedeuten soll. Für 39,99 € gibt es jedenfalls die Box noch. Link in der Beschreibung. Und wir schauen jetzt einfach mal rein. Wir haben hier sogar schon so eine... Genau. So eine Vorstanzung, dass wir die Folie ganz einfach entfernen können. Wahnsinn. So. Ich weiß nicht, was sonst drin ist. Habe mich nicht weiter vorinformiert und habe auch noch gar nicht mal so viel in das Album reingehört. Also Jalil an sich, diese Stimme mit den Beats, geil. Man sieht sich wohl auch auf dem nächsten Konzert hier in Dresden. Nur so als Randinfo. Und ich muss wirklich sagen, ich habe Erwartungen. Ich habe relativ hohe. Also im Kopf habe ich jetzt hier Ich ball wie Mike. Und so weiter und so fort. Aber naja, ich muss noch mal reinhören. Das wird nämlich eine Bewertung nur von der Box jetzt hier. So. Ja, wir haben hier das Gesicht dieses Mannes mit dem Maskulin-Logo im Hintergrund. Dann Jalil bei Maskulin. Black Panther. Jalil. Maskulin, dasselbe hier, hier und da. Und ja, auf der Vorderseite haben wir komplett schwarz eigentlich und hier dann so, wie nennt man das, grau mit schwarzen Punkten. Ja, ich nenne es einfach mal so. Wie auch immer. Das sieht aus wie ein Jordan. Das ist doch hier, das ist eine Farbe, die auf vielen solchen Schuhen verwendet wird. Das fällt mir gerade so ein bisschen auf. Das sind auf jeden Fall Farbtöne, die du auf solchen Schuhen wiederfindest. Ja, habe auch so eine ähnliche. Ich denke mal, das ist da angelehnt. Die Box an sich ist ziemlich hochwertig gemacht, gefällt mir sehr gut. Die ist schön dickwandig und von einer hohen Qualität. Nett. Ich sehe, wir haben einen Super Jewel Case. Ich war ja wirklich enttäuscht. Ich habe das in dem Unboxing von dem JPG Platin vergessen, gar nicht so richtig gesagt. Ich war schon herbe enttäuscht, eigentlich, dass da nicht auch so ein Ding hier drin war. So ein Super Jewel Case hat da echt gefehlt. Für die, wenigstens für die Album-CD. Haben auch viele dann noch in die Kommentare geschrieben, das war schon eigentlich ein bisschen hart von Fuffi, die man für die Box bezahlen muss, ja. Aber er macht's richtig hier. Sehr angenehm, auch das Design gefällt mir richtig gut. Wir sehen hier einmal Black Panther, dann der Mann sehr düster reinblickend aus unter seiner Kapuze. Parental Advisory Explicit Content. Halt die hochwertige Hülle hier, wie man... vielleicht erkennen kann an runden Ecken. 15 Tracks. Wir haben hier erstmal einen sehr sympathisch schauenden Mann an so einer Hochhauswand und rechts so die Texte. Das gefällt mir so ein bisschen oldschool-mäßig. Könnte auch ein 15 Jahre altes Album sein, was ich in der Hand halte vom Design her. Und das gefällt mir. Könnte 20 Jahre alt sein, so ungefähr. Features haben wir Flair Alexej, Flair Remo, Flair Summer Jam, Mike Singer. Okay, bin schon gespannt. Sido. Okay, Flair, MO030 und Mashanda, dann kenne ich auch nicht aus, wahrscheinlich Sängerin. Naja, vielversprechend, ist kein Solo-Album, weil hier ziemlich viele andere drauf sind, aber naja, bin schon mal gespannt. So, okay, schauen wir mal hier, was das Booklet hergibt. Okay, Swish Gang, Facelift Packs und so weiter, die Tracks, Fotos aus keinem spektakulären Shooting, aber die Fotos sind nett. Und sympathisch und repräsentieren den Mann aber ganz gut auch. Jalil steht nochmal hier, okay. Jo, angenehm, da muss ich mich jetzt gar nicht aufregen. So, und auf der anderen Seite haben wir sogar zwei CDs. Guck mal, hier passen sogar zwei CDs bequem rein in das Ding. Für die, die sich irgendwie aufregen, braucht man mehr Platz. Nee, geht doch alles. Wunderbar. Hier hat man die Platte sehr schön untergebracht mit den Instrumentals. Hier guckt er nochmal an dann. Mann, andere Rapper, andere Hersteller, keine Ahnung, Labels, ist mir scheißegal, wer diese Boxen produziert. So hier muss das sein, so was will ich in meinem CD-Regal stehen haben und nicht irgendwelche scheiß Papphüllen oder hingewichste Scheiße hier oder CDs im Buch drin, das ist doch alles Müll. So muss das sein und nie anders. Mann, warum ist das immer so schwer? So, kleines Stück wie immer am Ende. Wir haben hier ein Autogramm. Oh! So, da muss ich nochmal ganz nah rangehen. Ich will das jetzt. Nein, aber das ist kein echtes.
Das ist ein gedrucktes Autogramm. Ihr könnt ja bei euch, wer die Box hat, schaut einfach mal bei euch selbst nach. Sieht genauso aus wie bei mir, oder? Wenn die Antwort ja lautet, dann steht's fest. Ich habe jetzt nichts zum Vergleichen, aber das sieht hundertprozentig wie gedruckt aus, ja. Auf jeden Fall, kein Zweifel für mich. Schade, das ist ein bisschen enttäuschend. Weil das ist ja völlig wertlos jetzt. Naja. Hätte ich jetzt aber... Hätte ich jetzt nicht gedacht. Alter, das fickt mich gerade weg. Naja, schade. Auf jeden Fall. Schade. Naja. Aber es kann... Es darf ja einfach nichts perfekt sein. Naja. Hier haben wir einen Sticker. Solche Sticker hatte ich auch noch nie in so einer Box. Die sind eigentlich ziemlich geil. Auch vor Fenster so. Gemacht so. In der Machart. Jaleel, Black Panther bei Maskulin. Schickes Sticker von wirklich ordentlicher Größe auch. Der ist auch von Autoscheibenfenster hier. Oder halt in der Wohnung, wie auch immer. Sehen ziemlich geil aus. Ordentlich. Die Sticker gefallen mir. Sehr gut. Und dann haben wir hier das Poster. Rückseite ist unbedruckt und auf der Vorderseite finden wir das. Und zwar haben wir hier. Haben wir den guten Mann und schlicht und ergreifend dastehen im Studio, im selben Shooting wie die Fotos vom Booklet gemacht. Ja, nichts Spektakuläres, wenn man sich das aufhängen möchte, okay. Feinster Audemars Piguet, naja. Ich hab nicht genug Zeit, die Autogrammkarten wirklich zu unterschreiben. Ja, Bruder, es ist in der... Walla, was wollen wir machen? Naja, okay, machen wir mal weiter. Wir haben aber gar keine weiteren Inhalte außer das Jersey. Und deswegen werde ich das jetzt auch mal ohne weiteres dummes Gelaber hier anziehen. Naja. Beeindruckt bin ich jetzt hier so noch nie ganz. Aber wir werden das Ganze gleich nochmal analysieren. So. So, warte. Ich arbeite übrigens nicht bei Lidl, nur wegen dem Shirt da hinten. Hat jemand gefragt? Nee, machen wir ein bisschen höher. Kann man das schon machen hier? Also, ich weiß, es ist unprofessionell hier. Warum schneidet denn nicht seine Videos? Hat eine Viertelmillion, aber sind ohne Schnitt hier. Das ist, ist mir, oh, scheißegal, was ihr hier denkt. Ihr seid eh nie zufrieden mit mir. So wie ich nie zufrieden bin mit den Boxen. Puh. Gut, so, jetzt erstmal hier aus dem Ding hinaus. Und, oh Gott, direkt reingeschlüpft in das Jersey. So, das war immer. Erster Eindruck. Sehr nice. Wir haben hier nur Maskulin XL hinten drin stehen und nichts anderes. Geruchslos komplett. Auf der Rückseite haben wir Jaleel 23 stehen und auf der anderen Seite Maskulin 23. Okay. Haben wir noch irgendein Etikett? Ja, haben wir. Maskulin, Style, Jaleel Tanktop, Größe XL, designed in Berlin, Roadmap 1 hat es hergestellt und wir haben hier 100% Polyester. Nicht über 30 Grad waschen. Wow. Naja, dann ziehe ich es einfach mal an und das ist vorne, genau. Jetzt kann ich bohren wie Mike. Ja, das ist Größe XL. Ich finde es immer interessant, nach welchen Kriterien die das wahrscheinlich entscheiden, welche Größe reinkommt. Das ist okay, also ich bin relativ groß, das passt. Also fürs Basketballspielen oder draußen rumhängen ist das geil. Das Album hätte man ein paar Monate eher kommen können, da hätte man jetzt den ganzen Sommer was Geiles gehabt hier. Aber naja, der Sommer ist ja noch nicht vorbei. Ja, es ist nicht spektakulär jetzt hier vom Design oder von irgendwas, aber es ist okay. Also es ist relativ schlicht, kann man immer anziehen, kann jeder anziehen. Ja. Ich könnte nur ein bisschen kleiner oder größer sein, wäre trotzdem zufrieden wahrscheinlich. Es geht mir jetzt hier deutlich übers Gemächt, sage ich jetzt mal von der Länge, obwohl ich über 1,85 groß bin. Aber an sich ordentlich. Bin ich zufrieden damit, reißt mich aber nicht vom Hocker. Also im Vergleich zum Beispiel jetzt im RPG Tanktop. Finde ich das Tanktop jetzt im Trikot, finde ich es schon ein bisschen etwas magerer. Aber die Box kostet ja auch mehr als 10 Euro weniger. So, dann fassen wir mal das Ganze zusammen hier. Wir haben hier für 39 Euro jetzt momentan eine schöne Box. Also die Box an sich meine ich jetzt hier, dieses Pappding, was das Ganze beinhaltet. Die ist hochwertig gemacht und schick.
Dann haben wir ein Textilprodukt, was ja, im Vergleich zu den ganzen scheiß Gilden und Fruit of the Loom T-Shirts in den Boxen ordentlich ist. Und dann haben wir eine schöne ja, CD-Hülle. Hier ist das hier, Super Jewel Case mit zwei CDs drin, ordentlich gemacht. Poster, ja, heute das Game von Hocker, aber es ist da. Dann haben wir eine Autogrammkarte mit demselben Motiv wie das Poster, weil die Unterschrift leider nicht echt ist. Also, naja, fällt das mal weg. Und wir haben drei Aufkleber hier für Fenster oder Scheiben. An sich finde ich die Box ziemlich nice. Es ist nichts Spektakuläres, aber so alles in allem ist da schon genug drin, um so den Käufer zufriedenzustellen. Wie seht ihr das? Ja, schreibt es bitte in die Kommentare. Viel Erfolg noch an Jalil mit seinem Album und wir sehen uns zeitnah mal wieder. Euer Max.